Früher in der guten alten Zeit, da wurde vom Fernsehen und auch vom Radio ein Programm für das Publikum gemacht. Inzwischen hat man das Publikum abgeschafft und durch Quote und Marktanteil ersetzt. Ja, das Programm wird zu einer elektronischen Kaffeefahrt, die ja auch nicht dazu da ist, damit sich die Rentner amüsieren, sondern damit sie Heizkissen kaufen, Dampfkochtöpfe und Rheumadecken bis zum Umfallen. Wir sind jetzt im Sendestudio einer kommerziellen Radiostation. So, alles klar? In 10 Minuten sind wir auf Sendung. Am besten wird es sein, Sie sprechen Ihren Sketch einfach mal locker an. Ist klar. Und ich markiere mal dann die Stellen. Ja, alles klar. So. Welche Stellen denn? Ja, jetzt machen Sie doch erstmal. Ich meine, ich sag's ja vorher an. Ja, ist klar. So sinngemäß. So, und nun, liebe Leute, schon mal die Lachmuskeln lockern. Da kommt er und da ist er. Viel Spaß mit dem Jokemaker Jack. Oder besser wäre Jackie Pfister. Alles klar und rein. Mit Marianisch ist klar. Erstmal also nicht Jackie, sondern Hans. Da also nicht Pfister, sondern Pfister, ja, ganz einfach Pfister. Und dann bin ich kein Jokemaker, sondern Kabarettist. Also eins wollen wir hier schon gleich mal klarstellen. Die Ansage mache ich hier, alles klar? Moment mal, also. Ich sitze an den längeren Hebel, ne? Ja, Moment. Also. Kabarettist Hans Pfister, ja gut, ja. Kann ich ja gleich eine Runde Schlaftabletten austeilen, ne? Ja? Aber okay, können wir gleich noch mal drüber reden, ja? Wir sind gleich auf Sendung, am besten Sie gehen jetzt mal rein. Alles klar, Achtung auf Handzeigen und rein. Ja. Da treffe ich auch neulich meinen arbeitslosen Nachbarn im Supermarkt, sagt er zu mir, sag mal, haben Sie heute schon in die Zeitung geguckt? Ich sage, nee. Dann sollten Sie aber machen. Da haut Ihnen aber die Augen quer nach hinten durch die Hirnschale raus. Ich sag, wieso? Was ist denn los? Nee, gucken Sie mal rein, gucken Sie rein. Sauerei, absolute Sauerei. Aber mit unserer Eins können Sie es ja machen. Stopp! So, sehr gut. Gefällt mir, da kann ich an der Stelle dazwischen. Aber ganz easy. So, und alles klar, wieder auf Handzeichen und rein. Moment mal, gar nicht, ist klar. Wieso wollen Sie denn da dazwischen oder wie oder was? Vor allen Dingen, womit? Was soll das? Moment, das kann ich Ihnen aber ganz genau sagen. Womit, wo haben wir es denn? Na, hier ist es doch, alles klar. Und wohin am Sonntagnachmittag? Natürlich zu Möbel Müller. Müller lässt das Möbelherz höher schlagen. Alles für Haus und Garten. Und alles in den super neuen Ausstellungshallen in der Diebkenstraße. Und hallo Kids, für euch hat Möbel Müller eine super Überraschung vorbereitet. Achtung, alles klar und rein. Warte mal, aber sonst ist noch alles klar, ja? Sie haben doch hier alle Latten am Zaun, oder was? Ne? Sie machen mal die ganze Nummer kaputt hier. Im Gegenteil, das lockert doch Ihr Gequatsch überhaupt erst auf hier, alles klar? Ich finde auch mit Ihrem Blödsinn alles klar, ja? Warum hat mir keiner gesagt, dass Sie in die Nummer hier Werbung einspielen wollen? Wieso hätte Ihnen das einer sagen sollen? Das ist bei uns normal. Wenn wir keine Werbung eingespielt hätten, dann hätten wir es Ihnen wahrscheinlich gesagt. Alles klar? Wenn Sie doch einmal sagen, alles klar, dann ist ja aber alles sowas von klar, ja? Dann haben Sie die Hasenschule besucht oder die Baumschule? Sie können an der Stelle mit Ihrem Blödsinn Möbelmüller rein da. Die Leute wissen überhaupt nicht, was ich will. Ich habe bisher nur gesagt, mein arbeitsloser Nachbar hat gesagt, ich soll mal in die Zeitung gucken. Ja, dann ist doch alles klar, jetzt ist doch der Hörer umso gespannter drauf, was denn so in der Zeitung stand, Mensch. Nee, also nicht mit mir. Also ich mal kann. Okay, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Vielleicht gehe ich später mit dem Möbelmüller rein. Für mich kein Problem. Jetzt machen Sie erstmal weiter mit dem Text. Achtung und auf Handzeigen Sie wieder und rein. Also mein arbeitsloser Nachbar hatte mir ja vorher gesagt, ich soll mal in die Zeit. Nee, das geht nicht aus. Ich mach das nicht, so geht es nicht. Ich kann nicht. Also. Natürlich geht das. Nein. Dann ist doch alles klar, klar, super. Ich meine, ist super. Wunderbarer Text, machen Sie weiter. Komm. Also, ich schlage zu Hause die Zeitung auf, da trifft mich doch tatsächlich der Hammer, ja? Da will der Blüm doch tatsächlich, dass die Arbeitslosen in Zukunft nicht mehr nach ihrem letzten Nettogehalt bezahlt werden, sondern nach ihrem aktuellen Marktwert. Und den ermittelt rein zufälligerweise der Angestellte auf dem Arbeitsamt. Also, ich stelle mir das folgendermaßen vor, ja? Machen Sie mal Mund auf, ja? Ach, schlechte Zähne, was? Starker Raucher, was? Da bringen wir mal 50 Mark in Abzug, nicht? So, jetzt machen Sie mal einen Oberkörper frei. Da schlammert das Fett ja bloß so rum. Na, macht noch mal 400 Mark minus. So, da kommen Sie gerade noch auf 650 Mark monatlich. Da sind Sie also gelandet in der Abteilung Resteverwertung. Sie finden sich ein, ja? Nächsten Samstag hinterm Güterbahnhof auf dem Eurosklavenmarkt. Mit ein bisschen Glück können wir Sie noch als Organspender verramschen. So, dann müsste ich jetzt da mit Möbelmüller dazwischen. Nee, nach Organspende und Verramschen kann ich nicht mit Möbelmüller rein. Da ist die Stimmung auf Null. Hat doch kein Mensch mehr Lust, Möbel zu kaufen. Das ist Quatsch alles hier. Moment, was haben wir denn noch an Werbung? Vielleicht kann ich da was austauschen. Hier, in Ihrer schwersten Stunde, Ihr Partner, Bestattungsunternehmen Blaschke. Das geht nicht. Kann niemand. Komm hier rein.
geh, ja, das sag ich doch, ihre ganze blödsinnige Werbung muss raus. Ende. Jetzt passen Sie mal gut auf, ja? Wenn ich jetzt da reingehen würde, Ihnen zuliebe, dann hätten Sie bislang 33 Zeilen Kabarett. Ja. Habe ich gerade mal 7 Zeilen Möbelmüller. Sie müssen doch hier oben. Das sind wir doch erst da. Sie müssen doch hier oben was dick an der Waffe. Ich mach doch ein Ding an der Waffe. Ich mach doch Werbung für Sie. Verstehen Sie gar nicht. Quatsch, nach jeder Unterbrechung fällt Ihr Name, geht über den Center. Und weiter mit Jackie Pfister. Und rein. Jetzt lecken Sie mir.